Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. Unsere Truppe, die ist momentan in Denerim und das hat folgenden Grund, wer die letzte Folge nicht gesehen hat. Wir wollten Severin umskillen, haben wir auch schon gemacht. Und Martha wollten wir auch umskillen, weil die einfach mit ihrem Feuerzauber nicht so glücklich ist. Da benutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit, sie komplett neu umzuskillen, dann ein zweites Mal. Aber das ist das Schöne an diesem Mod. Das kann man theoretisch so oft machen, wie man lustig ist. Dann steigen wir jetzt auf. Und weil wir ja jetzt Geistheiler und Arkaner Krieger sind, brauchen wir die Stärke nicht mehr zu skillen, weil nämlich die Magie komplett auf die Stärke gezählt wird. Das heißt, wir machen einfach mal... Ah komm, mach mal 40. 40 Magie und dann sehr viel auf die Willenskraft, weil wir da unser Mana herziehen. Dann will ich ein bisschen Klugheit haben, weil so ganz doof will ich nicht sein. Und ein bisschen was geben wir auf die Konstitution. Sehen wir, ob das Sinn macht. Bei den Fähigkeiten möchte ich klar nach wie vor die Manipulation haben. Will aber auch stärkere Tränke machen können. Und jetzt habe ich noch 2 Punkte. Lass gucken. Kampfausbildung 1 und 2. Die Taktiken sind für Martha nicht ganz so wichtig, weil ich die ja die meiste Zeit spiele. Das ist für die Charaktere wichtig, die über die KI gehen. Dann brauchen wir jetzt unsere Zauber. Dann nehmen wir klar den arkanen Krieger, den arkanen Bolzen, den Geistheiler. Dann nehmen wir hier diese Reihe. Kennen wir ja hier, die Steinrüstung, die Steinfaust. Das Erdbeben, das taugt zwar nicht viel, aber was taugt, ist die Versteinerung. Der Zaubernde nutzt sein Wissen über die Elemente, um das Ziel in Stein zu verwandeln, falls es bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Während der Versteinerung kann sich das Ziel nicht bewegen und ist anfällig dafür, von einem kritischen Treffer zerschmettert zu werden. Bereits versteinerte Kreaturen sind dagegen immun. Na gut, okay, ist auch klar. Dann nehmen wir die eisige Umarmung, den Blitz, den Schock. Dann gehen wir wieder in meine geliebte Geist-Sektion, weil ich unbedingt den Mana-Stoß haben möchte. Und natürlich hier das zermalmende Gefängnis. Und jetzt haben wir noch eins. Ich denke, da nehmen wir den Lebenskraftentzug. Ich lese es vor. Der Zaubernde erschafft eine unheilvolle Verbindung zu seinem Ziel und entzieht diesem Lebensenergie, um sich selbst zu heilen. Ich finde, das klingt gut. Jetzt müssen wir hier noch geschwind ein bisschen einrichten. Ich muss schon alles seine Ordnung haben, sonst verklicke ich mich nämlich. Apropos verklicken, Leute, ich habe eine neue Tastatur. Und es ist durchaus denkbar, dass ich mich damit jetzt das eine oder andere Mal schwer tue. Das ist so eine, die so ein bisschen gebogen ist. Kennt ihr bestimmt. Und da will ich nicht ausschließen, da will ich wirklich nicht ausschließen, dass, ja, ich die Tasten noch nicht treffe. Ich habe die heute gekauft. Mit anderen Worten, es ist möglich, dass ich dann das eine oder andere Mal etwas hilflos wirke. Weil ich immer daneben tipp. So, lass mal gucken, was kommt dann noch weg. Hier, das braucht man drauf. So, Kraftfeld ist nicht schlecht. Zauber macht jetzt. Versuchen wir das mal so ähnlich einzurichten, wie wir es hatten. Ja, so ähnlich halt. Ich glaube, da war der Blitz. Was ist mit meiner Steinrüstung? Steinrüstung. Mana-Entzug, die Sachen tue ich darüber. Ich finde, das ist ein bisschen das Problem bei der Magierin. Die hat nachher so viel Zeug, das sie kann, dass man, boah, da unten die ganze Leiste voll hat. Und wo ist denn jetzt mein Eis? Eiszauber. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht mehr. Ziehen wir ihn wieder in die Leiste. Den Geistschlag hatten wir auf 5. Den Blitz, glaube ich, auf 3, genau. Jetzt nehmen wir auf 6 die Versteinerung. Den Schock auf 7. Na komm, so. Das Gefängnis auf 8. Den Mana-Stoß auf 9. Komm,
und den Lebenskraftentzug auf 0. Was haben wir hier jetzt noch? Mana-Säuberung. Kraftfeld, das ist manchmal gar nicht schlecht. Und irgendwo haben wir doch noch den Mana-Entzug, den nehmen wir hierher. So, dann, na, los. So, ich denke, dann haben wir es. Severin ist umgeskillt, dann schlage ich vor, dass wir jetzt, wie ursprünglich gedacht, ins Lager gehen. Alistair ist erstens verletzt, zweitens will ich ihn auswechseln, weil ich ihn einfach nicht so effektiv finde. Und nochmal die Bitte, wenn irgendjemand weiß, wie man Alistair so skillen kann, dass er nicht derartig schlecht kämpft, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin ein wenig verzweifelt mit diesem Mann und mit diesem Kriegersein auch. Das ist nicht so ganz mein Ding. Und jetzt machen wir, glaube ich, einen ruhigen ganz kurz. Wenn wir alles richtig gemacht haben, kriegen wir gleich ein Ständchen. Und ich unter Umständen einen Strike. Das sehen wir dann, was YouTube dazu sagt. Wir werden jetzt Liliana ansprechen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann gibt es jetzt ein Lagerfeuerlied. Ich habe darüber nachgedacht, was den Elfen widerfahren ist. Und es erinnert mich an ein Lied, das ich vor vielen Jahren gehört habe. Es war, als meine Mutter starb, war da diese weise Elfin. Sie tröstete mich und sagte, wir sollten den Tod weder fürchten noch hassen. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Eines Tages müssen wir alle unsere sterbliche Hülle verlassen, damit unser Geist in Freiheit fliegen kann. Das ist ja tröstlich. Ich halte es für ein wunderbares Bild. Es bringt den Trauernden Frieden und Hoffnung. Ja, Leute, da wären selbst ein Mabari und ein Steen, ein Kämpfer, ruhig. So, jetzt handeln wir noch ein bisschen und dann geht's zurück. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann.
Aber natürlich selbstverständlich, Bodan, aber biete mir nicht wieder einen sicher, Hut ihr an. Gefallen Keine an den Hut. Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt. Genau. Wir müssen ein bisschen was verkaufen. Wir haben hier wieder haufenweise Zeug. Den Zauberweber lassen wir mal. Wir brauchen wieder Platz. Magierauge, Falk, die tun wir in die Kiste. Brauchen wir den? Nee, komm, verkauf mal. Was soll's? Den Geistkristall hier auch. Lederhandschuhe gehärtet. Das hauen wir auch weg. Rüstung der Gewissenhaftigkeit. Genau, da solltet ihr mir ja sagen, ob ich denn eher mal Rüstung tragen soll. Säurefläschchen. Ach, brauchen wir auch nicht. Was soll's? Mabari-Keks, der ist wichtig. Säurebeschichtung brauchen wir nicht. Den Wärmebalsam, den brauchen wir. Die Natursalbe brauchen wir nicht. Die Eissalbe, ach Gott, brauchen wir auch nicht unbedingt. Lederstiefel aus Antiba. Genau, wir können jetzt gleich noch ein bisschen... Vielleicht ein kleines bisschen Geschenke noch verteilen. Schicke Vase, private Dokumente. Ah, jetzt haben wir vergessen, die Drago-Schuppen. Meine Güte. Also da müssen wir nochmal, ihr Lieben, da müssen wir nochmal nach Denerim. Ich habe vergessen, die Drago-Schuppen. Die Drago-Schuppen zum Schmied zu bringen. Das sollten wir in jedem Fall noch machen. Gut, dann haben wir verkauft. Kaufen tun wir erstmal nichts. Und jetzt machen wir ein paar Geschenke. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben zum Beispiel die Lederstiefel aus Antiva. Die kriegt Severin. Antiva, völlig klar. Mm, dieser Geruch. Mhm. Das ist Leder aus Antiva, richtig? Das rieche ich doch sofort. Ich weiß nicht, wo ihr die gefunden habt, aber ich danke euch. Tja, es war mir ein Vergnügen. Wenn ihr mir jetzt noch ein oder zwei Dirnen bringt, einen Teller Fischsuppe und einen korrupten Politiker, würde ich mich wie zu Hause fühlen. Das ist ein Typ. Sie passen sogar. Wunderbar. Ja, also ich mag ihn, aber 15 plus. Also ich mag Severin gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat einfach so, ich weiß auch nicht. Der hat was Lebensbejahendes. So, die Drachenblutrezepte, die geben wir in jedem Fall der Win. Tränke und Tinkturen, das ist was für Win. Oh, wundervoll. Und 7 Punkte, wunderbar. Was haben wir jetzt noch? Kriegerstatue aus Stein. Wäre das was für dich, Sten? Die einen menschenähnlichen Krieger darstellt. Hm. Ja, das ist jetzt die Frage. Morrigan, Medaillon? Eine wunderschöne Frau mit Juwelen im Haar? Hm. Auch nicht so, oder? Wo stehst du? Du stehst bei 59. Du stehst bei 35, immerhin schon. Alistair ist bei 45. Ist das was für dich, die Kriegerstatue? Ist das für mich? Ja. Wirklich? Das hast du dir zwar nicht verdient, aber du kriegst es trotzdem. Mittlere Konstitution, ja, die hast du dringend nötig. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt sammeln wir unsere Truppe ein. Und dann geht's erstmal nach Denerim nochmal, so leid's mir tut. Liliana kommt mit, Severin kommt mit, Wynn kommt mit und Hundi kommt mit. Das sind unsere Kämpfer. Da ist das Lager. Jetzt gehen wir erstmal nach Denerim. Oh, Severin kann aufsteigen. Bin mal gespannt, ob wir hier unterwegs aufgehalten werden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Obwohl, sieht nicht so aus. Kommt mir gerade mal, wenn wir hier so laden. Jetzt gehen wir ganz schnell die Drago-Schuppen. Wir brauchen nämlich eine Rüstung. Wir wollen ja schließlich irgendwann zu Flemeth gehen. Und da macht eine Rüstung aus Drago-Schuppen echt viel Sinn. So, jetzt also hier rein. Hier ist Wade. Wade ist der Schmied, der Rüstungsschmied. Auf den müsst ihr mal achten, weil der ist wirklich köstlich. Also, den finde ich richtig gut. Das ist sein Bruder hier, der Heron.
Den sprechen wir mal an. Willkommen, Freunde. Willkommen in Wales Laden. Hi, Harren. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim. Vielleicht sogar in ganz Ferelden. Ja. Womit können wir euch dienen? Tja, kann Wade was aus diesen Dragoschuppen machen? Nein, kann er nicht. Oh, da kommt Wade. Habe ich recht? Ihr habt Dragoschuppen? Ja, hier. Guck mal. Seht nur, Herren, die ist echt. Mhm. Sowas sehen manche Rüstungsschmiede ihr ganzes Leben nicht. Ich muss das machen, sagt das der Kundin. Ich lasse dafür alles andere stehen. Ihr könnt daraus wirklich eine gute Rüstung herstellen, Wade? Darauf verwette ich mein Leben. Na, wunderbar. Wo ist eure Bescheidenheit, wenn wir sie brauchen? Tja. Wie viel wird denn das kosten? Kosten? Dafür sollte ich euch bezahlen. Für das Recht. Nein, das Privileg. Bezahlen? Nein, Wade, nein. Wir berechnen euch... Na? Davon will ich nichts hören, Harren. Es ist mein Laden und die Arbeit an Dragoschuppen kostet keinen verdammten orlesianischen Kupferling. Ach ja. Wie lange wird's dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Das ist das Problem. Meisterstücke übereilt man nicht, werte Dame. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Sowas dauert Monate, womöglich sogar Jahre. Der Harren will nicht, dass der Wade es tut. So lange dauert das nicht, Harren. Außer ich mache auch Gravuren. Ich weiß auch schon was. Nee. Ja, ohne Gravuren wäre sie gar nicht vollständig. Der Kunde muss natürlich damit einverstanden sein. Oh ja, ihr sollt die Rüstung herstellen, aber bitte beeilt euch. Die Kundin spricht von großer Eile. Wir haben noch andere Aufträge. Die können warten. Hier geht es um die Kunst. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Ja. Ja, Wade ist Künstler. Er ist nicht nur ein Rüstungsschmied. Er ist einfach ein Künstler. Liebe Liliana, ich möchte, dass du diese Kiste öffnest. Tiefenpilz und ein Liebesbrief. Und Severin kann aufsteigen. Dem geben wir jetzt noch ein bisschen Willenskraft und vielleicht auch mal eine Runde Konstitution und Stärke. Das verteile ich jetzt einfach mal so. Kampfbewegung. Der leichtfüßige Schurke kann Gegner einfach ausmanövrieren, wobei er sie leicht umgehen und einen hinterhältigen Angriff anbringen kann. Unter die Gürtellinie, geschickte Hände, Verstohlenheit, Meuchelmörder. Ach ja, Mal des Todes. Zwei Waffen. Nee, komm, wir machen hier mal so. Und tada. So, jetzt haben wir dem also... Jetzt können wir... Leute, wir können jetzt... Jetzt können wir los, wieder zurück zum Tempel und können dort gegen die wieder auferstandene Andraste antreten. Das wird nur ein bisschen dauern, dieser Kampf. Deswegen glaube ich, machen wir hier noch eine Kleinigkeit. Magie soll dem Menschen wir haben doch, da guck mal, da steht Justine. Und wir haben doch verschiedene... Und sie gegen seine Kinder gewandt haben. Ich weiß nicht, Rollen, Schriftrollen gefunden. Und da sprechen wir mal mit Justine drüber. Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Nee, das wollen wir jetzt noch nicht. Wer seid ihr? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah, und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Das ist wohl wahr. Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser lebt sich's ohne ihr. Jo, und was macht so eine Kuratorin? Der Archivar kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Mhm. Außerdem bin ich auf der Suche nach weiteren Exemplaren für unsere Sammlung. Und das ist schwieriger, als es klingt. Mhm. Ja, das mag sein, du, aber ich habe hier ein paar Schriftrollen aus der Winterruine. Wirklich? Verzeiht meine Zweifel. Ich würde sie auf jeden Fall gerne untersuchen. Oh, aber seid bitte vorsichtig damit, sie scheinen sehr alt zu sein. Lasst mich mal sehen. Justine, kriegst du leuchtende Augen? Die Schriftrollen sind alt, ohne Zweifel. Und die Schrift? Sie sind in Chiffre geschrieben. Die alten Gläubigen verwendeten sie, um ihre Schriften vor den Magi von Tevinter zu schützen. Sie könnten echt sein. Bitte lasst sie mich untersuchen. Okay, aber... Ich hätte gerne Artsicherheit.
Möge der Erbauer euch gnädig sein, wenn ihr ein Scharlatan seid. Nee, sind wir nicht. Ich sehe die Gier in euren Ach, Augen. Ach, Quatsch. Aber ich glaube euch. Ihr sagtet, ihr habt sie in einer Ruine gefunden. Ja. Ich kann euch 5 Sovereigns geben. Wenn sie sich als echt herausstellen, können wir uns über eine etwas umfangreichere Bezahlung unterhalten. Okay, abgemacht. Justine. Ich brauche Pergament, eine Feder und Tinte. Wie war das nochmal mit der Chiffre? Das kommt dir schon wieder, Mädchen. Du wirst dich erinnern und du wirst sie als echt befinden. Ich habe eure Schrifträume untersucht. Ich kenne einige der frühen Chiffren der Kirche, aber diese hier ist mir nicht gänzlich vertraut. Die Teile, die ich entziffern konnte. Es könnte sich um einen Bericht von Maferats letzten Tagen handeln, vielleicht sogar um noch mehr. Ah, Andrastes Ehemann. Es ist bemerkenswert, ich weiß. Der gleiche Maferat, der unsere Prophetin verraten und dabei zugesehen hat, wie sie in Minrethis bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Oh mein Gott. Wenn wir eine genaue Übersetzung bekämen, könnte das hier der Fund unseres Lebens sein. Tja, und wie lange wird es wohl dauern, sie zu entschlüsseln? Es könnte Monate dauern. Ja, das befürchte ich auch. Die Chiffren wurden so entwickelt, dass sie für die Magister möglichst schwer zu entschlüsseln waren. Wer weiß, welche Geheimnisse wir enthüllen werden. Welche Wahrheiten wir finden werden. Hier habt ihr alles, was mir für Ankäufe zur Verfügung steht. Oh, her damit, los. Nehmt es und geht. Seid gesegnet. 1000-fach gesegnet. Yeah. Dazu wollte ich gerade kommen. Gerne doch. Da gibt's die Anschlagtafel. So, mal gucken. Hier gibt's, glaube ich, noch die Magier. Hast du noch ein Quest für uns? Hier ist ein kleiner Bonus, als Zeichen der Freundschaft. Bonus gibt's, auch nicht schlecht. Gibt's da noch irgendwas? Na, nee, Lyriumtränke wollen wir erstmal nicht irgendwie verschenken. So, jetzt machen wir ganz schnell zu der alten Ruine hoch. Alle Menschen sind und in der das nächsten Folge... Ach ja, hast du noch Hunger? Ach, die olle Schwester ist köstlich. So, jetzt gucken wir mal. Ganz schnell zur alten Ruine hoch. Und das nächste Mal... Hier, verfallener Tempel. Dorfhaven, da müssen wir wahrscheinlich ein Stück laufen, glaube ich. Und dann werden wir gegen den Drachen antreten. Oh, wahrscheinlich werden wir jetzt unterwegs aufgehalten. Blöd. Ja, das war stand zu befürchten. Naja, gut, dann ist es, wie es ist. Oh oh. Leute, das wird eine längere Folge. Das sag ich euch jetzt schon. Boah, Feuerball. Oh oh. Ja. Yeah. So, ihr Lieben. Jetzt geht's in den Kampf. Wie ihr eben gesehen habt, hat die Win uns alle geheilt. Und sie hat einen neuen Zauber erhalten. Und zwar, wie heißt das? Gefäß des Lebens. Das ist etwas, was sie nur sehr selten machen sollte. Aber damit kann sie wirklich Leute, die schon halb tot sind, wieder zurückholen auf eine andere Art und Weise, wie durch die reine Heilung. Weil wir waren ja schon ziemlich fertig. Und jetzt geht's hier an den Kampf. Aber den machen wir heute nicht mehr. Weil der ist ein bisschen länger und wir würden dann wahrscheinlich nochmal eine Viertelstunde brauchen. Dann wird mir die Folge zu lang. Das heißt, ihr Lieben, wir werden an der nächsten Folge weiterkämpfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis bald.